Erich verteilt 42 Nüsse an 6 Kinder. Jetzt, wer kann die Frage stellen? Ihr wisst ja, meistens beginnt die Frage mit wie viele. In diesem Fall, wie viele Nüsse bekommt wer? Es geht hier natürlich um Kinder. Also, wie viele Nüsse bekommt jedes Kind? Kommen wir zum Lösungsweg. Wir brauchen die Zahlen aus dem Text. Schauen wir mal nach. Es sind 42 Nüsse. Das ist die Startzahl. Schreiben wir hin. Worum geht es? Um welche Art zu rechnen? Teilen. Verteilt. Da steckt Teilen drin. 42 geteilt durch 6 Kinder. 42 Nüsse an 6 Kinder. Ergebnis. Na? Wer kriegt's raus? 7 mal 6 gleich 42, also 42 geteilt durch 6 gleich 7. Auch wenn sie hier etwas krumm geschrieben ist. Der Antwortsatz, den nehmen wir aus der Frage. Jedes Kind bekommt, was bekommt jedes Kind? Es geht um Nüsse. Und wie viele es bekommt, haben wir eben ausgerechnet. 7 Nüsse. So einfach geht das mit den Sachaufgaben. Jetzt dürft ihr mal euer blaues Mathematikheft nehmen. Schreiben wir zuerst mal das Datum in unser Heft. Das wisst ihr schon. Heute zumindest ist der 5. Mai, der 5.5. Und dann fällt mir da was auf, wie ich dieses Datum schreibe. Habe ich doch zufällig gerade einen Spiegel dabei. Und wenn ich das Datum spiegle, schaut mal, was da passiert. Etwas krakelig geschrieben, aber ihr könnt es sehen. Heute ist ein symmetrisches Datum. Max verteilt 48 Bonbons gerecht an 8 Kinder. So heißt unsere Aufgabe. Die Frage beginnt, wie fast immer, wie viele Bonbons bekommt jedes Kind. Das ist wieder so eine Verteilaufgabe, wo man am Ende etwas bekommt. Kommen wir zum Lösungsweg. Den schreibt ihr auch schön in euer Heft. Eine Zeile Abstand, ihr wisst schon. Der Lösungsweg. Wir nehmen die Anfangszahl. Das ist die Zahl der Bonbons am Anfang. 48 Stück verteilen wir an 8 Kinder. Und zwar gerecht. Ihr habt es wahrscheinlich schon gewusst. 6 mal 8 gleich 48. Also ist 6 unser Ergebnis. Und jetzt brauchen wir den Antwortsatz. Den bauen wir zusammen. Aus der Frage. Jedes Kind und das Verb können wir auch aus dem Satz holen, bekommt wie viele Bonbons waren es nochmal? 6 Bonbons haben wir ausgerechnet. Die passen da nicht mehr hin. Gut, passen in die nächste Zeile. Jedes Kind bekommt 6 Bonbons.